Hallo Leute, es geht weiter mit The Night of the Rabbit. Und ich habe gerade einen Cut gemacht. Also vorher hieß jetzt der nächste Part. Ich habe gerade eben erst zu Ende gespielt. Und habe gerade so gedacht, wenn ich jetzt hier im Café bin, dann dann kann ich doch jetzt Kaffee holen, ohne dass Tag ist, um die Idee umzusetzen, diesem Mäuserich da hinten. Huch. Was hat er denn? Was macht er denn, wenn ich nichts tue? Ist ja interessant. Ja, dann werden wir das gleich mal machen, es sei denn, er sagt noch was. Was für eine wunderbare Nacht. Habe ich dir schon gesagt, wie sehr ich die Nacht liebe? Ja, hast du. Ich finde es übrigens sehr schön hier, die Atmosphäre drinne. Man hört so von der Weite das Lachen, von der Geburtstagsparty und dann diese coole Musik hier drinne. Na gut, ich werde dann mal... Nee, Moment mal, jetzt habe ich ja den Becher... Das ist ja doof. Muss ich den Becher jetzt leer machen? Ich glaube, ich komme da nicht drum rum, den Becher nochmal leer zu machen. Dann muss ich nochmal Zuckerrübensirup sonst holen. Das ist ja doof. Ah, das war's mit dem Zuckerrübensirup. Jetzt ist mein Becher leer. Ja, dann wird wohl wieder Kaffee rein. Einmal heißer Kaffee. So, und dann mal raus Schade, mit dir. Schade, dass ich keinen Kaffee mag. Jojo, raus mit dir. Ab zu dem Mäuserich. Und den heißen Kaffee ihm geben. Ich habe hier ein kleines Geschenk. Was? Wer? Oh... Was für ein Duft! Frisch gebrüht! Oh, ja! Boing. Danke, danke, danke! Das sollte jetzt doch ein paar Minuten vorhalten. Aha. Ja, ja! Melde dich nicht freiwillig für die Nachtschichten an, wie gesagt. Nicht in deinem Zustand. Haha! Aber wer, wenn nicht ich? Und sieht mich jetzt an! Das Feuer des Ehrgeizes in den Augen entflammt! Darf ich jetzt die Kanone benutzen? Niemand darf die Kanone benutzen! Naja, jetzt bist du ja wach genug, um das sicherzustellen. Versuch aber am besten keine Schäfchen zu zählen. Schäfchen? Warte, weiche Schäfchen. Okay, ich habe die Tasse wieder genommen, aber warum schläft er denn jetzt schon wieder? Was soll das? Warum pennst du? Weil ich die Erbsenkugel jetzt nehmen kann, ne? Pfoten weg! Die Kanone muss für den nächsten Krähenangriff bereit sein. Stell dir nur vor, es fliegt wieder so ein Tier in das Rathaus. Meistens fliegen sie aus Nordwesten heran. Ich muss immer die Augen offen halten, auch bei Nacht. Und wenn ich ihn extra zum Einschlafen bringen soll? Heißer Kaffee mit Baldrian drinne, dann schläft er so richtig. Ja, das mache ich jetzt nochmal. Also anscheinend soll er, glaube ich, pennen. So sehe ich das jetzt gerade jedenfalls, damit wir halt ihm die Kanonenkugel wegnehmen können. So, ach, der Waldschrat ist weg. Na denn? Einmal heißer Kaffee. Schade, dass ich keinen Kaffee mag. Jo, schnell die Tropfen rein. Jetzt beruhigt er. Ein paar Tropfen sollten reichen. Jetzt beruhigt er und jetzt pennt er dann wohl richtig, oder? Hoffentlich. Mal ausprobieren. Wie gemein wir sind. Ich habe hier ein kleines Geschenk.
Oh, was für ein Duft. Frisch gebrüht. Oh, ja. Boing. So, ich glaube, jetzt schläft er. Er ist eingeschlafen. Diese Baldrian-Tropfen sind echt stark. Langsam bekomme ich aber ein schlechtes Gewissen. Na, wer weiß. Wahrscheinlich tut ihm eine Mütze voll Schlaf ganz gut. Genau. Okay, haben wir erledigt. Die schießen hier mit Erbsen auf Krähen. Immerhin netter als mit Kanonen auf Spatzen zu schießen. Aber auch Erbsen feuere ich lieber nicht wild durch die Gegend. Für Mäuse und Eichhörnchen können die bestimmt auch schon ganz schön gefährlich werden. Aber kannst du den nicht einfach alle nehmen? Ach so, er nimmt die... Jetzt zielt die Kanone in die Baumkrone über der Stadt. Ach so. Die schießen hier mit Erbsen auf Krähen. Immerhin, aber auch okay. Für Mäuse... Jetzt zielt die Kanone von der Stadt weg in Richtung Felder. Jetzt zielt die Kanone in die Baumkrone über der Stadt. Kann ich das mit allen Kanonen machen oder nur mit der? Nee, nur mit der, aber das wird schon seinen Sinn gehabt haben, bestimmt. Ich gehe nochmal hier zur Eule und spreche mit der. Nein! Suche nach den magischen Kreaturen, die im Mauswald leben. Eine hast du bereits, einen kleinen Mann in Grün. Ja, deine ja. Deine Karten verraten mir, dass du von ihm eine... Doch dazu ja, suchst du... Gut. Tschüss, Maki. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte das Fels flüstern. Könntest du mich mal herumdrehen? Ich höre immer heitere Stimmen aus der Stadt. Ich würde zu gerne wissen, wie es dort aussieht. Ja, okay, können wir das nicht mal erledigen? Diese Eulenstatue sieht unheimlich weise aus. Die haben hier am Bach bestimmt schon allerhand vorbeischwimmen und treiben und gluckern sehen. Ich will sie umdrehen. Ein Stock bringt hier nichts. Nagel? Nein, ich bin besser vorsichtig. Mit dem Löffel? Das muss nicht gelöffelt werden. Wie kann ich sie denn umdrehen? Silberfolie. Ich weiß nicht, wie ich sie umdrehen soll. Das bringt nichts. Wie doof. Und er sagt auch gar nichts dazu. Ich hätte ihr gerne Gefallen getan. Was sagt denn die andere Eule? Das Wasser zieht an uns vorbei. Der Regen fließt in den Bach. Der Bach in den Fluss. Und der Fluss ins Meer. So habe ich es gehört. Aber ob es wohl stimmt? Na klar stimmt das. Ach Mann, keine Ahnung, wie ich das mit dem... Hallo? Kannst du mal hier rausgehen? So. Gut, dann gehe ich jetzt mal wieder zurück. Weil die Kanone zeigt ja jetzt woanders hin. Aber ich weiß nicht, ob das auch gefährlich werden könnte, wenn die Kanone jetzt hierhin zeigt. Ich habe keine Ahnung. Ach, jetzt können wir ja mal mit dem Stein reden. Den wollte ich ja von Anfang an mit dem mal quatschen hier. Der scheint gefangen zu sein und deswegen hören wir ihn gar nicht. Und den Schlüssel dafür haben wir leider noch nicht. Oh oh, ich glaube, Konrad ist noch wach. Oh, ist das schlecht? Ich weiß nicht.
Hallo? Uhu. Herr Konrad Uhu? Nein. Dein karamellfarbenes Fell. Wie ein Sahnebonbon. Uhu. Ich glaube, der schläft. Also er schläft und Ursula Eule? Sie schläft. Tapferes kleines Mädchen. Ja, die hatten wir schon bei uns. Dann können wir uns jetzt hier umschauen. Uhu. Mal gucken, was wir hier so finden. Dann können wir doch jetzt... Ist ja interessant, dass wir jetzt hier durchgehen konnten bei Nacht. Das hatte ich noch gar nicht bedacht. Dass das ja bei Nacht hier auch anders sein könnte. Dokumente. Mhm. Du stiehlst hier einfach Sachen, Jerry. Ziemlich Jerry. Langweiliger Papierkram. Alt, aber langweilig. Was ist das? Noch eine Karte. Du hast eine Quartettkarte gefunden, um deine Sammlung anzusehen, öffne das Inventar und so weiter. Okay, wir haben eine Karte gefunden, aber trotzdem krass, dass er hier einfach reingeht und Sachen klaut. Mhm, würde ich mich ja nicht trauen. Ob da eine Maus drin ist? Nee, leer. Ein bisschen Feuerholz, etwas Asche, aber sonst nichts Interessantes. Keine angekokelten mysteriösen Briefe oder irgendwelche geheimen Gegenstände. Schade. Eine Ritterrüstung, wie sie im Buche steht. Nun, wären Ritter kleine Hamster gewesen. Das wäre so knuffig gewesen, dass niemand Lust auf Krieg gehabt hätte. Eine Maus in Uniform. Auf einem Pferd? Das hatten Moment. Wir auch schon. Das ist ja gar kein Pferd. Das ist ein Monsterkäfer. Igitt. Ja, nu, die sind halt alle viel, viel kleiner. Was sollen die mit so einem riesen Ross? Aber ich frage mich, ob jetzt, wo er nicht hier hinguckt, nicht doch irgendwas ist. Was wichtig ist für uns. Steppenwiesel von Hermelin Hesse. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Nein, doch nicht. Ein Tisch geformt wie ein dreiblättriges Kleeblatt. Na, wenigstens kommt nicht der Uhu immer, der seinen Senf dazu gibt. Guck dir nochmal die Rüstung da oben an und ich glaube, dann gehen wir auch raus hier. Wie gemacht für einen Pelikan. Einen tödlichen Kampfpelikan. Sir Schnabelhead. Tja, dann sollten wir wohl nur für die Karte hier reinkommen. Ein Netz mit Nüssen. Für den kleinen Hunger zwischendurch. Konrad meinte, diese Nüsse seien der Stadt Schatz. Anscheinend wächst Geld doch an Bäumen. Der große Zar. Schon wieder Werbung für Zar. Ja, das wird wohl auch der Zarauf gewesen sein, der diesen Nagel da reingetan hat. Aber naja, gut. Ja, zugewachsenes Wandbild, kann man das auch ansabbeln? Da flüstert wohl nichts. Nö, gut. So, wie sieht's jetzt hier aus? Kürbis versteckt. Guck halt hier jetzt erstmal so nach diesen ganzen... Ah, die Krähenstatue, vielleicht können wir die ja nochmal anquatschen. Das ist ja bestimmt auch interessant. Die haben doch immer Angst hier vor den Krähen im Dorf. Jetzt habe ich nicht mitgeredet, aber ihr habt es ja sicherlich selber auch gelesen. Also die Krähe wundert sich auch so ein bisschen über dem, über das, was hier so vor sich geht. So, ich bin mal schnell hier durchgegangen.
weil ich war hier ja auch erst einmal und vielleicht, wer weiß, was wir mit unserer Fähigkeit hier über jetzt machen können. Noch 31 Tropfen. Ob jemand wirklich alle Tropfen finden kann? Ah, 31 Tropfen, okay. Gut. Ach, hier hängen die zusammen rum. Ach, das ist ja auch mal gut. Ach, hier haben wir Milch. Milch. Riecht noch ganz lecker. Milch. Wir haben Milch gefunden. Juhu, Milch. Jetzt habe ich Milch. Also doch nichts mit Löwenzahnmilch, wie ich dachte. Hätte ja aber auch klappen können. Warum will er denn sonst auf die Löwenzahnwiese dahin fliegen? Naja. Aber in denselben Becher soll jetzt Milch und Zuckerrübensirup? Ich weiß nicht recht. Wow, ist das hoch? Ja, tja. Marquis, Magier, sag doch mal was. Oh, sie sind also doch kein Geist wegen der Karte und bis später. Bis später. Pass auf dich auf, hatten wir ja junger schon. Baumläufer. Das hatten wir ja schon. Schon zurück? Es ist wirklich in Ordnung, wenn ich so lange von zu Hause weg bin. Wie war das mit den Baumläufern und so? Ja, gut. Ich mach mich so. Ich beneide dich darum. Doch es ist nicht viel Zeit. Also, beeil dich, Jeb. Okay. Gut. Dann geh ich wieder raus. Na gut, dann habe ich jetzt zumindest die Milch. Die Frage ist, mache ich jetzt irgendwie vorher noch Tag? Und kann ich ihr das dann geben? Oder ich weiß nicht recht. Hey, 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 hey. Nichts da. Hier kommt keiner rein ohne Einladung. Ja, es gibt keine Torte, aber die versuche ich ja schon zu organisieren. Wie bekomme ich so eine Glühnuss? Wie bekomme ich so eine Glühnuss? Die bekommt man nicht einfach so. Nur Mitglieder des Stadtrates oder Nachtwächter können sie erwerben. An Privatpersonen werden sie nur in extrem seltenen Ausnahmefällen veräußert. Da muss man schon eine der wichtigsten und einflussreichsten Familien von Mauswald sein. So wie wir, die Familie Hase. Unser Stammbaum reicht zurück bis in die Anfänge. In eine Zeit, die du dir überhaupt nicht vorstellen kannst. Und in der es noch undenkbar gewesen wäre, dass jemand wie du... Ja, ja, schon gut. Ich hab's verstanden. Okay. Na dann feiert mal schön. Ich muss nicht überall dabei sein. Na, endlich. Ja, ist ja gut. Memo, wir brauchen neuen Blausaft. Tja, das Fass ist wohl leer. Aber Blausaft müsste doch jetzt eigentlich schon längst wieder da sein. Ich verstehe das gar nicht. Gehe ich jetzt nochmal nach ganz hinten und quatsch da mit jedem Stein, den ich finde? Oder nee, ich habe eine bessere Idee noch. Auch eine Idee, die nicht von mir kommt. Danke nochmal dafür. Dass ich jetzt nochmal... Ach, hier war ich auch noch nicht durch. Ach so, von der Seite war ich noch nicht durch. Okay. Dann muss ich nämlich ganz raus hier nochmal. Ich möchte nämlich zum Maulwurf. Sieht aber... Nein. So, zur Brücke. Weil... der mir gesagt wurde, könnte ja vielleicht Witze haben, aber vielleicht könnten wir auch nochmal die Tierstatuen hier anquatschen. Der Mäusewald wurde Mäusewald genannt, weil es hier viele Mäuse gibt. Aber nur weil er Mäusewald heißt, kann es hier nicht nur Mäuse geben dürfen. Sondern auch Eichhörnchen. Und Igel. Und all die anderen. Genau. Ja, und das haben wir auch in der Geschichte schon erfahren gehabt, die wir zuletzt gehört haben. Spreche ich nochmal Plato an? Nö, wir gehen jetzt mal direkt zum Maulwurf nochmal schnell.
Ach, da sitzt der Waldschrat wieder. Gut, dann gehe ich nochmal zu ihm hier, weil der haut ja auch immer auf einmal ab. Nicht, dass er wieder weg ist oder so dann. Oh. Hallo, du. Wusstest du, dass der Mond für Ebbe und Flut verantwortlich ist? Mein alter Freund, der Mond, hat aber nichts mit dieser Überflutung hier zu tun. Und auch nicht mit den wilden Krähen, die diese Gegend am Tage heimsuchen. Siehst du die Lichter jenseits des Flusses? Dort liegt der Anfang der traurigen Geschichte für die Tiere vom Mauswald. Ich hoffe, dass sie ein gutes Ende hat. Können wir nicht etwas tun, um zu helfen? Ich fürchte, das liegt nicht in unseren Händen. Aber warte, lass mich dir eine schöne Geschichte erzählen. Aus den Zeiten vor der Überflutung. In ihr besucht der alte Magier von Mauswald das Postamt am Fluss, lange bevor dieser über die Ufer trat. Möchtest du sie hören? Ah, und jetzt haben wir auch die zweite Geschichte bekommen, also immer wenn wir ihm begegnen. Gefällt dir meine Geschichte? Zwischen den Welten finde ich oft Seltsames. Splitter von Geschichten, die in Vergessenheit geraten sind. Verloren gegangene Anfänge. Und Enden. Vielleicht gibt es auch etwas, das du vergessen hast. Vielleicht kann ich etwas für dich wiederfinden. Ja, also immer wenn wir den Waldschrat jetzt begehen, kriegen wir anscheinend so eine tolle Geschichte, über die wir etwas mehr über den Mauswald erfahren können. Und dann würde ich sagen, beende ich jetzt hier den Part und dann mache ich das mit dem Maulwurf das nächste Mal, in der Hoffnung, dass er mir ein paar Witze geben kann. Und denn wir brauchen die Nuss. Wir brauchen sie wirklich, dann komme ich nämlich auch weiter. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Part. Bis denne!